und die Enthaltungen, bitte. Antwortzeit. Wer ist für diesen Antrag? Vorhin war, habe ich mich am Portepee gefasst gefühlt und gesagt, ja gut, dann mache ich das denn. Bundesvorstand bekommen, in dem genau diese persönlichen Qualifikationen tatsächlich durchgängig sind. Dieses Ergebnis der beiden Kandidaten, die mit knapp so ungefähr 49% gegeneinander standen, hat mich dann dazu gebracht und viele Freunde, die gesagt haben, Sie müssen das jetzt machen. Sie haben ja auch mit Alice Weidel gemeinsam die Bundestagsfraktion zusammengehalten. Also haben Sie schon mal eine Erfahrung, wie sowas geht. Und insofern habe ich mich dann in die Pflicht nehmen lassen. Das hatte ich heute Morgen nicht vor. Das ist immer eher komisch, wenn sowas so lange Das hat was Künstliches.